Sehr geehrte Medienvertreter und Zuschauer, ich heiße euch recht herzlich willkommen zur Kandidatenvorstellung der Südtiroler Freiheit, Bezirk Burggrafenamt. Bei den diesjährigen Landtagswahlen trete der Bezirk Burggrafenamt mit 6 Kandidaten an. Mit dabei sind unter anderem Sven Knoll und Miriam Aztamerle, die amtierenden Landesabgeordneten. Leider sind zwei Kandidaten heute nicht anwesend. Ich möchte nun das Wort an den Kandidaten weitergeben, um sich euch kurz vorzustellen. Ich gebe das Wort weiter an Stefan Bierhofer. Ja, hallo, ich bin der Stefan Bierhofer, ich komme aus Südtirol. Ich lasse mich heuer aufstellen bei den Landtagswahlen oder Landeswahlen, eben durch den Grund, dass in Südtirol eigentlich in der letzter Zeit eigentlich nicht mehr alles von mir aus gesehen in die rechten Bahnen geht, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Pflegefälle oder aber auch die Arbeiter mit den Arbeitslöhnen, was eigentlich das Einzigste, wie man immer sagt, was immer gleich bleibt, die Inflation steigt und unter anderem auch noch von den Wölfen oder auch von den Bären, was wir in Südtirol als Problem haben und eigentlich auch noch vieles mehr. Das wäre jetzt eigentlich ganz kurz mein Anliegen oder mein persönliches Anliegen eben für meine Wähler, dass sie sich bei mir melden können. Ich gebe das Wort weiter jetzt an der nächsten Kandidatin. Mein Name ist Evi Böhl-Hofer, bin 55 Jahre alt, habe 2 erwachsene Kinder und bin stolze Omi. Und mein persönliches wichtigstes Anliegen ist, dass die nächste Generation, also die Kinder und Enkelkinder, einfach eine sichere, lebenswerte und leistbare Heimat haben. Nicht, dass wir immer das alles vergeigen und danach stehen sie da und sagen, was habe ich getan. Das ist einfach das, was wir in der nächsten Generation schuldig sein und wo wir repräsentieren müssen. Danke. Danke vielmals. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Miriam Aztamerle. Ich bin verheiratet und Mutter von 2 Kindern, mittlerweile schon erwachsene Kinder. Bin von Schenna, bin jetzt bereits die 2. Legislatur im Südtiroler Landtag als Landtagsabgeordnete vertreten. Und mein Motto, mein Ziel ist Sicherheit, Freiheit und Gerechtigkeit für die Menschen in Südtirol. Vor allem in Bezug auf die Sicherheit geht es eben gegen diese Gewaltdelikte, dass es eben konkrete Maßnahmen braucht für die private, aber auch öffentliche Sicherheit unserer Menschen in Südtirol. In Bezug auf die Freiheit geht es mir vor allem darum, eben auch nicht nur die Freiheit für Südtirol, sondern vor allem ein freieres Leben im täglichen Leben führen zu können. Wir werden tagtäglich von neuen Gesetzen und Reglements belagert und in irgendwelche Schienen hineingedrängt, sowohl bürokratisch, finanziell. Es geht in eine Richtung nur noch in eine Sackgasse hinein und aus der müssen wir wieder heraus, damit die Menschen eben wieder ein freieres Leben führen können, ein angenehmeres, ein lebenswerteres Leben. Denn so wie es derzeit ist, sind unsere Menschen dermaßen unter Druck gesetzt zwischen Arbeit. Eine Arbeit reicht nicht mehr, ein Lohn reicht nicht mehr. Es braucht eigentlich eine zweite Arbeit und so kann es nicht weitergehen, wenn Einkommen nicht mehr reicht, um eigentlich alle finanziellen Belastungen eines Monats überhaupt bewältigen zu können. Deswegen geht es mir hier vor allem eben um eine Entlastung der Menschen. Ein Beispiel kann sein, angemessene Löhne und Renten, denn das brauchen wir für Südtirol, denn immerhin hat auch erst kürzlich eine Studie ergeben, Südtirol gehört eben zu den Provinzen, die zwar zum einen wirtschaftlich sehr gut dastehen, aber auf der anderen Seite sind hier die Lebenshaltungskosten enorm hoch. Und deswegen braucht es beispielsweise bei den Löhnen ein zusätzliches Lohnelement, das hier an unsere Lebenshaltungskosten angepasst ist. Unsere Kollektivverträge, dass die eben mit diesem zusätzlichen Lohnelement hier angepasst sind, dass die Menschen mit ihrem Gehalt überhaupt hier leben können. Das Gleiche braucht es eben auch bei den Renten, denn mit den normalen staatlichen Renten oder Mindestrenten können die Menschen eigentlich bei uns hier einfach nicht leben. Soweit eben zu meinen Zielen in Bezug eben auf Sicherheit, Freiheit und Gerechtigkeit für unsere Menschen in unserem Land, denn das Leben muss wieder lebenswert in Südtirol werden.
Vielen Dank. Und jetzt noch Sven Knoll. Also, ja, ich bin kein Kandidat. Dass Sie wissen, wer du bist. Also, mein Name ist Armin Mores, komme aus Lana, bin 27 Jahre alt und gehöre zur Bezirksleitung von Bezirk Burggrafenamt. Als Beruf bin ich Elektroniker auf Naturns. Nun gebe ich das Wort weiter an Sven Knoll, einen amtierenden Landesabgeordneten und heuer das erste Mal von der Südtiroler Freiheit aus, auch unser Landeshauptmannkandidat. Danke, Armin. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben viele junge und engagierte Kandidatinnen und Kandidatinnen. Es sind jetzt nochmal zwei dazugekommen, die wir gesondert vorstellen werden. Und uns ist es einfach wichtig, die Gesellschaft wieder zu spiegeln. Und wie wichtig auch eine starke Vertretung aus dem Burggrafenamt, dem Südtiroler Landtag ist, das erleben wir im Landtag immer wieder. Es sind Themen, wenn wir beispielsweise über das Sicherheitsproblem in Meran sprechen, das ist etwas, wo immer wieder auch im Landtag darauf hingewiesen ist, dass das eine Situation ist, die einfach für die Menschen in dieser Stadt nicht zumutbar ist. Dass man sich abends nicht auf die Straße trauen kann, dass es immer wieder zu Gewaltdelikten kommt. Das ist nicht nur in Meran ein Phänomen, sondern allgemein in den Städten in Südtirol immer mehr, dass straffällige Personen nicht ausgewiesen werden, dass die nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Und diese permanente Zuspitzung der Situation, das ist einfach nicht akzeptabel. Das ist nicht nur eine Zumutung für die Bevölkerung, sondern das schadet gerade auch einem Tourismusland wie Südtirol enorm. Und hier braucht es einfach nicht nur strengere Gesetze, sondern auch die Einhaltung der Gesetze. Wir dürfen nicht zulassen, dass Südtirol in manchen Gebieten einfach zur gesetzesfreien Zone wird, dass man einfach hinnimmt, dass man abends an gewisse Orte nicht mehr hingehen kann oder dass man an bestimmten Orten Angst haben muss. Das darf es einfach nicht geben. Wir sind vor einigen Jahren noch kritisiert und belächelt worden, als wir einmal in Meran eine Aktion gemacht haben, eine Plakataktion, um darauf hinzuweisen, dass dieses Problem da ist. Man sieht leider jetzt, wie recht wir mit dieser Situation hatten. Und wir möchten hier einfach auch, dass hier die Politik, das ist etwas, was natürlich nicht auf Gemeindeebene gemacht werden kann, aber was auf Landesebene gemacht werden kann, dafür Sorge trägt, dass hier die Gesetze entsprechend eingehalten werden und dass auch straffällige Personen dann ausgewiesen werden. Ein zweites ganz wichtiges Thema ist der Verkehr. Gerade hier bei uns im Burggrafenamt merkt man, dass die Verkehrsbelastung in den letzten Jahren stetig zugenommen hat. Wir haben jetzt eine sehr intensive Diskussion über diese Standseilbahn von Meran nach Schenna, wo wir wieder miterleben, dass hier die Bevölkerung einfach nicht ausreichend mit eingebunden wird. Hier werden Projekte vorgelegt, ohne sich die Frage zu stellen, erstens, ob das die Anrainergemeinden überhaupt wollen und auch welchen langfristigen Nutzen das bringt. Wir sind ja beide Abgeordnete von Schenna und erleben die Diskussion auch in unserer Heimatgemeinde. Jeder ist sich einig, dass etwas gegen die zunehmende Verkehrsbelastung gemacht werden muss, aber das können nicht stümperhafte Projekte sein. Das muss ein Gesamtkonzept sein. Wenn wir sehen, dass hier ein Konzept vorgelegt wurde, wo eine Standseilbahn von Meran nur ins Zentrum von Schenna bis ins Zentrum von Meran geführt werden soll, aber nicht bis zum Bahnhof. Und dann das Konzept so aussieht, dass man einen Shuttle-Dienst vom Zugbahnhof bis zu diesem Standseilbahnhof hinbringt, dann sieht man, dass das nicht funktionieren wird. Wenn schon, hätte man hergehen müssen und ein Gesamtkonzept bis zum Bahnhof erstellen müssen mit entsprechenden Parkmöglichkeiten und vor allem auch die Bevölkerung fragen, ob sie diese Bahn überhaupt haben möchte. Gerade in Schenna ist zum Beispiel die große Sorge, dass dadurch extrem viele Tagestouristen ins Dorf kommen werden und die Frage natürlich auch dann auftaucht, kann das ein Dorf überhaupt so verarbeiten? Wie sieht das mit den Parkplätzen oben aus? Wie sieht das auch mit dem Ansturm von Personen aus? Das sind alles Fragen, die ungeklärt sind. Und hier braucht es einfach ein Gesamtkonzept und nicht einfach nur schnelle Projekte, die vorgelegt werden, ohne die Bevölkerung mit einzubinden. Ein drittes und letztes wichtiges Thema, das hat auch meine Kollegin Mira Matz-Dammerl ja schon angesprochen, ist die Wohnsituation. Das Leben in Südtirol wird vor allem für viele junge Menschen immer schwerer leistbar. Wir sehen, was die Wohnungspreise gerade in den Städten und in den umliegenden Gemeinden, wie die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und das führt leider auch dazu, dass viele junge Menschen einfach auswandern, weil sie sagen, mit diesen Löhnen, die hier in Südtirol ausgezahlt werden und vor allem mit den Wohnungskosten und Lebenshaltungskosten, die wir in Südtirol haben, schafft man es nicht mehr auszukommen. Und das stellt für Südtirol ein ganz großes Problem dar. Wir hatten erst gestern eine große Diskussion über den Pflegemangel in Südtirol, dass viele junge Menschen, die wir hier dringend in unserem Gesundheitssystem bräuchten, lieber ins umliegende Ausland abwandern, weil sie dort bessere Arbeitsbedingungen vorfinden, weil die Löhne besser sind, weil die Lebenshaltungskosten niedrig sind. Diese Menschen fehlen uns. Und wir müssen eine Politik in unserem Land gestalten, die einfach sozialer gerecht ist, wo jeder, der arbeiten will,
auch die Chance auf ein leistbares Leben hat, wo er hier einen Beruf bekommt, der auch entsprechend entgolten wird. Und das ist etwas, wofür wir uns hier, gerade auch mit unseren Kandidaten im Burggrafenamt, ganz stark einsetzen möchten. Abschließend erlauben Sie mir noch darauf hinzuweisen, dass in der Politik sehr oft kritisiert wird. Viele Menschen sagen völlig zu Recht, es entwickeln sich Dinge in eine falsche Richtung, es müsste anders laufen, aber wir sagen oft, Politik ist nichts von oben herab, sondern wir alle sind Politik. Jeder Mensch, jeder in seinem Umfeld kann Politik mitgestalten. Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Jeder Wähler, jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich selbst aktiv in die Politik einzubringen. Und genau das wollen wir auch forcieren. Ein Politiker kommt nicht von einer Universität und wird Politiker. Ein Politiker ist ein Mensch, der etwas ändern möchte, der selbst einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leisten möchte. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten nicht wir uns darstellen, sondern wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, den Kandidaten die Möglichkeit geben, sich selbst darzustellen, ihre Ideen mit einzubringen, von unten herauf Politik zu gestalten. Und das ist das große Ziel, das wir bei diesen Landtagswahlen verfolgen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir bieten den Bürgern mit einem eigenen Landeshauptmannkandidat einfach eine Alternative an. Die Bürger sollen selber sagen, die Bürger sollen selber frei entscheiden können, welche Zukunft sie sich für unser Land wünschen. Und deswegen sind wir froh, dass wir viele engagierte, junge, motivierte Kandidaten im Burggrafenamt haben, die auch andere Menschen ansprechen, die Menschen mitnehmen. Und wir laden auch die Bevölkerung ein, diesen Weg mit uns gemeinsam zu gehen, Ideen an uns heranzubringen, in die Politik einzubringen, damit wir diese Ideen auch im Landtag vorbringen können, zum Wohle der Menschen im Burggrafenamt und zum Wohle der Bevölkerung in Südtirol. Vielen Dank, Sven. Bei Fragen stehen wir gerne noch zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.